Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von baue-ich-mir-selbst.de. Heute zeige ich euch die Funktionen der Luftstandheizung im T5. Die einfachste Möglichkeit, die Heizung zu benutzen, ist mit der Fernbedienung. Diese aktiviert die Standheizung für eine voreingestellte Zeit. Am Bedienfeld lassen sich alle Funktionen der Heizung einstellen. Einfachste Option auch hier: Aktivierung der Heizung für eine vorgegebene Zeit. Man drückt hierzu zweimal den On-Off-Knopf. Jetzt springt die Heizung für hier eingestellte 60 Minuten an. Man hat jetzt die Möglichkeit, über Set die Dauer zu verstellen. Die Besonderheit der Luftstandheizung im Unterschied zur Wasserstandheizung ist, dass es die Heizen-Funktion gibt. Diese gewährleistet ein Durchheizen die ganze Nacht. Im nächsten Schritt kann man noch die Stufe wählen. Eine Temperaturregelung gibt es nicht. Die Heizung läuft jetzt angeblich auf Zweitbatterie 72 Stunden lang. Zur Aktivierung von einem von drei möglichen Timern die Taste Timer gedrückt halten. Jetzt einen von drei Timern auswählen. OK, Timer ein, OK, Stufe wählen, OK, Tag wählen und die Startzeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch baue-ich-mir-selbst.de bei YouTube, schaut auf der Webseite vorbei oder liked uns bei Facebook. Tschüss!